Hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hatte schon in meinem letzten Video angekündigt, dass ich ganz gerne für den Dezember noch mal ein kleines Neuzugänge-Video drehen würde. Und genau dafür bin ich heute hier. Es geht zum einen um Bücher, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, aber auch um Bücher, die unabhängig von Weihnachten im Dezember bei mir eingetroffen sind. Es ist kein riesiger Stapel, es sind 6 Bücher geworden, aber ich freue mich über jedes einzelne dieser Bücher extrem. Ich freue mich sehr darauf, sie zu lesen und sie euch jetzt vorzustellen. Falls ihr euch fragt oder wundert, die Self-Publishing-Neuzugänge, die ich auch erst vor kurzem gezeigt habe, die sind in diesem Video nicht enthalten, weil ich die bereits im November besorgt hatte. Und ich würde sagen, draußen gehen schon die ersten Silvesterboller. Ich hoffe, man hört das nicht zu sehr. Ich würde sagen, ich starte mal mit den Büchern, die unabhängig von Weihnachten bei mir eingezogen sind. Und da ist zum Beispiel Das Zeitalter der Drachen dabei von Jenny Mai Nguyen. Das ist ziemlich frisch jetzt, ich glaube im Oktober bei Fischer Tor erschienen, und die Autorin hatte eine kleine Verlosung gestartet auf ihrer Homepage, als das Buch eben erschienen ist. Und ich habe bei dieser Verlosung gewonnen, das war ganz, ganz großartig, und habe deswegen ein signiertes Exemplar nach Hause geschickt bekommen, wo sie mir auch noch so einen kleinen Drachen reingezeichnet hat. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Vielleicht wissen es einige von euch, weil ich es in letzter Zeit öfter mal erwähnt habe, aber Jenny Mai Nguyen ist eine große Lieblingsautorin von mir und ich lese ihre Fantasy super gerne, und so ein signiertes Exemplar zu gewinnen, das war also ein ganz großes Highlight. Und dieses Buch habe ich bereits gelesen im Dezember, ist schon ausgelesen. Es ist sehr klassische High Fantasy mit Zwergen, Elfen, Drachen, Menschen, Zauberern, allem, was da so dazugehört. Und ich habe es sehr, sehr gern gelesen. Es stimmt, dass ich auf diesem Kanal auch öfter schon mal darüber spreche, dass ich es toll finde, wenn Fantasy aus diesen bekannten Figuren und Mustern ausbricht, vielleicht Wesen von einer ganz anderen Mythologie verwendet, ganz andere Welten erschafft, irgendwie was Neuartiges macht, was nicht so klassische High Fantasy ist. Sowas lobe ich auch gerne als neuartig und anders und dass mir das auch gut gefällt. Aber mein Herz schlägt trotzdem immer noch sehr für diese klassische High Fantasy, mit der ich aufgewachsen bin. Die wird immer einen großen Platz in meinem Herzen haben. Erst recht, wenn sie so wunderschön geschrieben und so toll erzählt ist, wie Jenny Mai Nguyen es kann. Und diese Geschichte hat mir also wirklich sehr gut gefallen. Inhaltlich spielt es in einer Fantasy-Welt, die ein bisschen so in einem Endzeit-Szenario eigentlich steckt. Es gibt Drachen in dieser Welt, die eine große Gefahr sind für die Menschen, Elfen und Zwerge. Sie fressen also die Menschen, Elfen und Zwerge und tyrannisieren sie und herrschen somit auch irgendwo über die Welt. Die Völker haben unterschiedliche Arten gefunden, mit dieser Gefahr umzugehen. Die Zwerge beispielsweise, und wir folgen vor allem einer jungen Zwergenfrau, sie leben in Untergrundfestungen. Sie müssen also unter der Erde leben, weil sie nur da sicher sind vor den Drachen. Ab und zu wagen sie sich an die Oberfläche für notwendige Fischerei oder Landwirtschaft, und ansonsten sehen sie kaum je das Sonnenlicht. Das ist so ihre Anpassung an diese Welt. Aber dann kommt natürlich der Tag, wo unsere Zwergenprotagonistin an der Oberfläche einem Drachen begegnet und alles ganz anders kommt. Also wie gesagt, ich habe es sehr, sehr gern gelesen. Ich mag an Jenny Mai Nguyens Schreiben ihren Schreibstil super gerne. Ich mag die Welten, die sie erschafft. Ich mag die Geschichten, die sie erzählt. Was ich aber auch ganz toll finde an ihren Büchern ist, dass es auf der Oberfläche klassische Unterhaltungs-Fantasy ist. Aber es gibt unter der Oberfläche auch immer viele andere Bedeutungsebenen oder Metaphern, die man entschlüsseln kann, wenn man darauf Lust hat. Sie hat zum Beispiel in einem Interview erzählt, dass die Drachen in diesem Buch für sie eine Metapher sind für Silicon Valley-Milliardäre. Oder auch, dass sie sich wünschen würde, dass, wenn man dieses Buch gelesen hat, man sich Gedanken macht über Vor- und Nachteile von einem unsterblichen Bewusstsein. Es ist nämlich so, dass die Drachen hier unsterblich sind und ewig leben. Also das sind so ein paar Metaphern, die sie schon vorweggenommen hat in ihrem Interview. Ich glaube aber, dass es noch sehr viel mehr hier zu entdecken gibt. Die Magie. Ich fange mal so an. Die Magie funktioniert auf eine ganz wunderschöne Art und Weise. Wir folgen auch einer jungen Zauberin, die sich das Zaubern selbst beigebracht hat und die immer zaubert, indem sie mit ihrer Magie die Realität spiegelt. Das ist ganz schwer zu beschreiben und zu fassen. Aber es ist eine ganz interessante Art und Weise, wie diese Magie wirkt, und Jenny Mai Nguyen findet auch ganz poetische Worte dafür, das zu beschreiben. Also wie die Magie funktioniert, fand ich wunderschön, aber sie beruht auf einem ganz schrecklichen System der Ausbeutung. Und es geht in der Geschichte darum, die Welt
zu ändern und eine Art von Magie zu erschaffen, die nicht mehr auf Ausbeutung und Unterdrückung beruht. Aber es wird auch klar, dass das irgendwie ein Kreislauf ist, den es schon seit Ewigkeiten gibt, dass immer wieder die Weltordnung überworfen wird und sich ein neues System etabliert, das aber dann wieder seine eigene Art der Unterdrückung und Ausbeutung mit sich bringt. Also das fand ich ganz interessant, wie das dargestellt war. Oder auch so Sachen wie, es gibt eine sehr interessante Figur, die im Prinzip ein Zauberbesen ist. Sehr ambivalent, weil dieser Besen der treueste Begleiter ist von besagter Zauberin, aber gleichzeitig auch bei einem Zauberunfall erst entstanden ist und ihr ständig Lebensenergie raubt und immer klar ist, er wird eines Tages ihr Verhängnis sein, wenn er ihr so viel Energie raubt, dass sie daran stirbt. Also dieser Besen, das fand ich eine sehr interessante Figur und ich habe mich da gefragt, ob hier ein bisschen Intertextualität drin steckt und das ein Verweis ist auf Goethes berühmtes Gedicht Der Zauberlehrling. Also, viele interessante Dinge an diesem Buch zu entdecken. Ich würde sagen, nicht alle Aspekte haben mir gleichermaßen gut gefallen. Zum Beispiel, wie die Drachen funktionieren und entstehen. Das fand ich irgendwie weniger schön. Zum Beispiel auf der anderen Seite, wie Drachen zu funktionieren haben in Fantasy-Büchern. Da ist ja auch jeder sehr eigen. Da hat, glaube ich, jeder Fantasy-Fan auch so seine ganz bestimmten Vorstellungen. Insgesamt habe ich es auf jeden Fall sehr gerne gelesen und auch jetzt lange genug darüber geredet, glaube ich. Es gibt ein weiteres Buch mit dem ich bereits angefangen habe. Es ist relativ kurz und ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich bin jetzt auf Seite 34. Dieses Buch ist mir vom Autor zugeschickt worden. Ich weiß aber nicht, ob ich es als Rezensionsexemplar bezeichnen sollte. Ich habe es zuerst so verstanden, als ob es ein Rezensionsexemplar sein sollte, habe dann aber erfahren, dass der Autor, dass es ihm gar nicht unbedingt darum geht, dass ich das auf dem Kanal rezensiere, sondern dass er sich einfach freuen würde, wenn ich es lese, was ich auch irgendwie ganz nett fand. Es war mir trotzdem ein Bedürfnis, das mal hier zu zeigen, was ich hiermit mache. Das ist also Leben ohne Wagen von Vincent Maria Konrad. Ein schöner Titel. Und es ist kein Roman, sondern es ist ein Sachtext, sozusagen ein Erfahrungsbericht. Erschienen im Ökom Verlag, den ich übrigens auch sehr spannend finde. Ich stöber da immer gerne durch das Programm und finde da viele, viele interessante Sachen. Das ist ein Verlag, der viel im Bereich Umwelt, Nachhaltigkeit, Ökologie, Klima, so Sachbücher veröffentlicht. Und das hier ist also ein Erfahrungsbericht von dem Autor, der sein ganzes Leben lang überzeugter und stolzer Autofahrer war und dann vor circa 2 Jahren eine Art Schlüsselerlebnis hatte und einen Gesinnungswandel durchgemacht hat und sich dann entschieden hat, er möchte sein Auto verkaufen und fortan ohne Auto leben. Und es geht darum, wie es dazu kam, was für Überlegungen. Und ich denke, es wird im weiteren Verlauf auch darum gehen, wie er ohne Auto klarkommt. Und es geht nicht nur um praktische Dinge, wie man den Alltag ohne Auto bewältigt, sondern es geht auch darum, was das mit seinem Selbstwertgefühl gemacht hat und mit seiner Lebensqualität. Und Spoiler, es hat sich auf beides wohl sehr positiv ausgewirkt. So viel weiß ich schon. Ich hatte damit angefangen schon, bin jetzt auf Seite 34, also noch nicht sehr weit. Ich kann noch nicht super viel dazu sagen. Ich glaube, dass ich nicht so die perfekte Zielgruppe für dieses Buch bin, weil ich bereits ohne Auto lebe. Also ich habe noch nie ein eigenes Auto besessen und ich komme damit sehr gut klar und ich habe mich auch schon in der Vergangenheit bewusst dazu entschieden, dass ich weiterhin ohne Auto leben möchte, solange es irgendwie geht. aber ich glaube, die perfekte Zielgruppe für das Buch wären Leute, die zwar ein Auto haben, die aber durchaus offen sind für das Konzept, ohne Auto zu leben und sich mal Gedanken darüber zu machen, wie das möglich wäre. Ich glaube, dass nicht jeder ohne Auto leben kann. Beispielsweise kann ich sehr gut verstehen, wenn Leute, die auf dem Land leben, sagen, ich kann nicht ohne Auto, kann ich sehr gut verstehen. Ich bin auch gespannt, ob er darauf noch weiter eingehen wird, dass eben nicht jeder das Privileg hat, sei es wegen des Wohnorts, wegen der Familie, wegen des Jobs, ohne Auto zu leben. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall noch weiterlesen. Ich freue mich sehr, das Buch lesen zu dürfen und hier vorstellen zu können, denn ich glaube, insgesamt ist es halt ein super, super wichtiges Thema und wir müssen irgendwie versuchen, möglichst von diesem Individualverkehr, wo jeder mit eigenem Auto rumfährt, wegzukommen. Mit dem nächsten Buch kann ich sehr schön zu den Weihnachtsgeschenken überleiten. Es handelt sich nämlich um ein Nikolausgeschenk. Also noch kein Buch, das ich zu Weihnachten bekommen habe, aber eins, das ich zu Nikolaus bekommen habe. Meine Mama und ich haben nämlich so die Tradition, also meine Mama besteht immer noch jedes Jahr darauf,
meiner Schwester und mir auch ein Nikolausgeschenk zu machen. Und ich wünsche mir halt jedes Jahr ein Buch zu Nikolaus, klar. Und ich habe diesmal das perfekte Nikolausgeschenkbuch gefunden. Das ist nämlich The Christmas Pig von J.K. Rowling, was ja jetzt auch ganz neu erschienen ist. Und das ist auch, meine ich, schon im Deutschen erschienen als Das Weihnachtsschwein. Das ist also nochmal ein Kinderbuch und es ist eben eine Weihnachtsgeschichte. Und das eignet sich super gut, um das in der Adventszeit zu lesen. Ich habe das jetzt auch vor Weihnachten schon ausgelesen. Und der Tipp kommt jetzt natürlich ein bisschen spät für euch. Wenn Weihnachten vorbei ist, dann hat man in der Regel nicht mehr Lust auf Weihnachtsbücher. Aber falls ihr euch das mal als Nikolausgeschenk für nächstes Jahr, als ein Buch für die Weihnachtszeit im nächsten Jahr merken wollt, dann tut das, denn es ist also eine total süße Geschichte, eignet sich wunderbar, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Es geht also um den kleinen Jungen hier auf dem Cover, der ein Kuschelschwein besitzt und dieses Kuschelschwein geht verloren. Und in der Nacht vor Weihnachten, wo Wunder und Magie möglich sind, da macht er sich auf zu dem Land of the Lost, also das Land der Verlorenen, wo all die verlorenen Gegenstände hinkommen, die wir im Laufe unseres Lebens so verlieren oder die alle Menschen im Laufe ihres Lebens verlieren. Und dort in diesem wundersamen Land macht er sich auf die Suche nach seinem Kuschelschwein, um es wiederzufinden und zu retten. Und das ist also ein Buch wie ein Disney-Film, wirklich total niedlich, total schön, auch echt emotional. Und es ist auch sehr, sehr schön illustriert drin und sehr schön aufgemacht. Ich kann auch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man den Schutzumschlag abmacht. Also, das hat mir wirklich gut gefallen. Das ist eine schöne, zauberhafte Kindergeschichte für die Weihnachtszeit. Dann kommen wir zu den drei Büchern, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Da war zum Beispiel dabei Daniel Kehlmann, Der unsichtbare Drache, ein Gespräch mit Heinrich Detering. Das ist mir mal vor langer Zeit in den Kommentaren empfohlen worden und seitdem habe ich es auf dem Wunschzettel stehen und jetzt endlich kann ich es lesen. Daniel Kehlmann ist sicher vielen von euch bekannt. Er ist ein deutscher Autor, den ich sehr, sehr gerne lese, der auch sehr berühmt und erfolgreich ist und das zu Recht. Das hier ist aber kein Roman von ihm, sondern es ist ein Gespräch oder eine Art Interview, das eben Heinrich Detering mit ihm geführt hat. Heinrich Detering kenne ich so nicht. Das heißt auf dem Umschlag, er ist Literaturwissenschaftler, Lyriker und Übersetzer. Und dieses Buch ist eine Verschriftlichung des Gesprächs, das die beiden geführt haben. Und es ist halt so, wenn ich das Schreiben eines Autors oder einer Autorin sehr gerne mag, wie in dem Fall von Daniel Kehlmann, dann entwickle ich oft auch ein Interesse an der Person hinter den Büchern und ich erhoffe mir halt, dass ich hier in diesem Buch ein bisschen mehr über die Meinungen, das Denken, das Leben von Daniel Kehlmann erfahren werde. Es heißt, er spricht unter anderem über seinen Umgang mit Kritik oder über seine Schreibgewohnheiten, also ein bisschen was darüber zu erfahren, wie er seine Bücher entwickelt und schreibt. Das fände ich auch total spannend. Also hierauf freue ich mich auch schon sehr. Außerdem habe ich geschenkt bekommen Proviant von einer unbewohnten Insel von Eva Christina Zeller. Das ist eine Gedichtsammlung von Eva Christina Zeller und ich muss sagen, ich habe im letzten Jahr viel zu wenig Lyrik gelesen und ich habe große, große Lust drauf, ein bisschen nochmal Gedichte lesen zu können. Und Eva Christina Zeller ist eine Lyrikerin, auf die ich aufmerksam geworden bin, vor anderthalb Jahren oder einem Dreivierteljahr, als ich mal, ich habe das gerade noch mal aus dem Regal gefischt, dieses Lyrikmagazin gelesen habe namens Das Gedicht. Und wie das bei Lyrikmagazinen üblich ist, sind hier eben Gedichte von allen möglichen Lyrikern, Lyrikerinnen versammelt zu einem bestimmten Thema, in dem Fall Natur. Und hier war ein Gedicht von Eva Christina Zeller drin, das ich ganz, ganz großartig fand, wie man das manchmal so hat, wenn man Lyrik liest und es spricht zu einem und es macht was mit einem. Und in dem Moment habe ich gedacht, ich muss unbedingt mehr von dieser Lyrikerin lesen und habe ihren neuesten Gedichtband mir auf die Wunschliste gesetzt und bis heute leider nicht gekauft. Aber jetzt ist es ja glücklicherweise anlässlich Weihnachtens bei mir eingezogen. Und es ist, also auch in dem Gedicht, das ich von ihr gelesen hatte, ging es um eine Insel und das scheint eben auch hier eine wiederkehrende Metapher zu sein. Es heißt, wer Eva Christina Zellers Gedichte liest, taucht ein in eine Welt, in der es die Natur noch gibt. Sie schreibt Hymnen und Verluste. Sie schreibt Gedichte von entlegenen Gegenden und den Rändern der Wahrnehmung. Schön, rau und seltsam vertraut. Ich glaube, ganz viele dieser Gedichte passen so in die Kategorie Naturlyrik, aber mit Sicherheit nicht alle. Ich finde es immer schwierig, über Lyrik zu reden, bevor ich sie gelesen habe. Deswegen werde ich vielleicht noch mal mehr dazu sagen, nachdem ich sie gelesen habe. Aber ich glaube, das wird auch ganz, ganz wunderbar.
Und das letzte Buch aus diesem Stapel ist My Life in the Bush of Ghosts von Amos Tutuola. Das ist eben ein Buch, das in englischer Sprache verfasst ist. Ich habe mich jetzt gar nicht informiert, ob es das auch auf Deutsch gibt. Tut mir leid, kann aber gut sein. Ich habe das gesehen in einem Neuzugänge-Video von Jan Campbell, eine britische Booktuberin, die ich öfter schon mal erwähne, deren Videos ich sehr gerne schaue. Und mittlerweile vermute ich, dass sie es schon gelesen hat. Sie hat nämlich letztens in einem Vlog angefangen, es zu lesen. Aber auf den Wunschzettel ist es halt gewandert bei mir, als ich es einfach in ihrem Neuzugänge-Video gesehen habe und noch gar nicht wusste, wie sie es finden würde, wenn sie es gelesen hat. Ich bin aber gespannt darauf, ihre Meinung dazu zu hören. Ich schätze mal, dass das in ihrem nächsten Lesemonat-Video vorkommen wird. Mich hat das einfach sofort angesprochen. Das ist ein Buch von einem Autor, der 1920 in Nigeria geboren wurde, mittlerweile auch verstorben ist. Dieses Buch ist 1953, meine ich, das erste Mal erschienen. 1954 das erste Mal erschienen und es handelt von einem kleinen Jungen, der in den magischen Wald Afrikas wandert und dort viele wilde, groteske und schreckliche Wesen trifft. Unter anderem wird er von Ghosts, also von Geistern oder Gespenstern entführt und das klang einfach herrlich verrückt und nach einer guten Portion magischer Realismus, der mich natürlich immer kriegt. Und ich glaube, ich bin auch deswegen so neugierig drauf geworden, weil es mich ein bisschen erinnert hat an das letzte Buch eines nigerianischen Autors, das ungefähr zur selben Zeit erschienen ist und das ich gelesen habe. Das war Alles zerfällt von Chinua Achebe. Das habe ich letztes Jahr mal gelesen und rezensiert und fand das ja ganz, ganz großartig. Also wenn mir das hier ähnlich gut gefällt, dann würde ich mich sehr freuen und dann würde ich von dem Autoren auch gerne noch mehr lesen. Er hat im Laufe seines Lebens, habe ich hier gelesen, 11 Bücher geschrieben. Also da hätte ich dann auch noch ein bisschen mehr, was ich lesen könnte in Zukunft. Damit bin ich durch mit meinem kleinen, aber feinen Bücherstapel. Ich freue mich sehr darauf, all diese Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, in Zukunft zu lesen. Ich glaube, es ist trotz drohender Klausuren machbar, das bis Ende Januar auch gelesen zu haben. Aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Das ist ja kein Wettbewerb und es muss ja nicht möglichst schnell gehen. Es muss nur deswegen möglichst schnell gehen, weil ich immer dann schon wieder 1000 andere Bücher habe, die ich auch noch lesen möchte. Ihr kennt das Problem. Ich danke euch an dieser Stelle auf jeden Fall sehr herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, welche Bücher ihr vielleicht so zu Weihnachten geschenkt bekommen habt oder verschenkt habt oder welche Bücher einfach im Laufe des Dezembers bei euch eingezogen sind. Und ich hoffe, es geht euch gut. Bis zum nächsten Mal.